Einen wunderschönen guten Abend. Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Instagram-Account von Glückskind. Ich bin Kimsi und ich bin nach Ladenschluss heute Abend hier in diesem DM-Markt, denn bei uns dreht sich heute Abend alles um das Thema Hebammen. Denn morgen, der 5.5., da ist der internationale Hebammentag. Der findet seit 1991 statt, um auf die Vielseitigkeit der Hebammenarbeit hinzuweisen. Ich bin heute Abend nicht allein hier in diesem DM-Markt, sondern ich habe eine ganz fantastische Hebamme hier an meiner Seite, die ihr gleich sehen werdet. Das ist Kerstin Lücking. Hallo Kerstin. Hallo Kimse, grüß dich. Kerstin kennt ihr vielleicht schon vom letzten Mal, da hat Kerstin alle eure Fragen zum Thema Stillen beantwortet. Heute wird Kerstin all eure grundsätzlichen Fragen beantworten, sei es zum Thema Stillen, sei es zur Hebammenarbeit, sei es zur Entbindung, was immer euch einfällt. Stellt die Fragen jetzt, postet sie als Kommentar und die werden mir dann gleich direkt live durchgereicht. Für den Fall, dass ihr Kerstin noch nicht kennen solltet, Kerstin ist seit 1999 selbstständige Hebamme. Sie weiß, wovon sie spricht, denn sie hat selber 7 Kinder zur Welt gebracht. Und ein Buch geschrieben hat sie auch, das heißt Die Wochenbetthebamme. Dazu erklären wir später noch ein bisschen mehr. Kerstin, schön, dass du da bist. Ja, danke schön. Okay. Vielleicht können wir ganz grundsätzlich, bevor die Fragen auf uns einprasseln, mal die Hebammenarbeit als solche umreißen. Wann fängt deine Arbeit denn eigentlich an? Also die Hebammenarbeit ist wahnsinnig vielfältig und anfangen tut die im Prinzip, wenn die Frau das möchte, mit positiv werden des Schwangerschaftstestes. Also ab da habt ihr quasi einen Anspruch auf eine Hebammenbetreuung. Wenn immer ihr Fragen, Sorgen, Probleme habt, sind wir eure Ansprechpartnerin. Das Ganze nennt sich Hilfe bei Beschwerden. Das kann man in der gesamten Schwangerschaft in Anspruch nehmen. Und ja, letztendlich sind wir so eure Beraterin. Ihr könnt das per SMS, per Telefon, per persönlichem Gespräch letztendlich abfragen. Und ja, wir sind so die problemlöse Frauen sozusagen. So der Klassiker in der Hebammenarbeit ist aber auch so der Geburtsvorbereitungskurs, zu dem dann die Partner mal willig, mal unwillig hingeschleppt werden. Genau, also da habt ihr eben auch den Anspruch drauf, dass ihr einen Kurs besuchen könnt, wenn ihr das möchtet. Hebammen bieten auch Vorsorgeuntersuchungen an. Also wir machen im Prinzip genau das gleiche Programm, wie es auch der Gynäkologe macht, von der Blutabnahme über das Blutdruckmessen, Herztöne hören etc. Also das können wir euch auch anbieten, auch gerne im Wechsel mit dem Gynäkologen, auch das ist möglich. Also das ist auch in diesem Rundum-Paket mit dabei. Dann natürlich auch Geburtshilfe, ganz wichtig. Also ihr habt die Wahl, ins Geburtshaus zu gehen oder natürlich in die Klinik. Ihr könnt ambulant entbinden. Ihr könnt euer Kind mit einer Beweghebamme bekommen oder auch per Hausgeburt. Und da sind wir Hebammen natürlich auch immer im Einsatz und ganz wichtig. Aber wenn ich mich dann mal für eine Hebamme entschieden habe, wie stelle ich dann sicher, dass meine Hebamme auch dann tatsächlich mit im Krankenhaus, sagen wir jetzt mal, dann mit am Start ist? Also letztendlich muss die Hebamme einen Belegvertrag haben und dann kann sie dich auch in der Klinik mit betreuen. Okay. Und nach der Entbindung, dann hört es ja nicht auf, dann geht es erst richtig. Dann geht es eigentlich erst richtig los letztendlich. Ja, die Wochenbettbetreuung ist natürlich sehr, sehr wichtig. Und wir begleiten euch einfach eine ganze Weile durch diese doch sehr spannende und aufregende Zeit. Also ihr habt 12 Wochen Anspruch auf eine Hebammenbetreuung, auch relativ umfangreich, wie ich finde. Also ihr habt 26 Hausbesuche, die ihr in Anspruch nehmen könnt. Wenn es nicht ausreichen sollte, weil vielleicht mal starke Probleme auftreten, dann werden wir tatsächlich auf Kassenrezept vom Gynäkologen verordnet. Ich fand gerade die Hausbesuche eben so spannend, weil dann bist du zu Hause, du weißt eigentlich nicht, wo oben und wo unten ist und dann kommt eben die vertraute Hebamme zu dir nach Hause und sagt, pass auf, alles gar nicht schlimm oder alles super oder wie auch immer. Ich fand das sehr, den Service fand ich wirklich super. Ja, das ist also einfach schön, dass wir zu den Frauen gehen können, dass wir einen roten Faden in die Familie bringen, dass wir einen wirklich wertvollen Beitrag dazu leisten können, eben auch Beschwerden zu lindern, den Frauen Ratschläge zu geben. Also wir sind da nicht so ganz unwichtig bei der ganzen Geschichte und bitte nehmt das in Anspruch. Ja. Die Rückbildungsgymnastik, die schließt dann so den Kreis der Services, den ihr anbietet? Ja, aber wir müssen noch mal einen Schritt zurückgehen. Letztendlich gibt es nach diesen 12 Wochen noch Stillberatungen, die Frauen bis zum 9. Lebensmonat in Anspruch nehmen können. Also ihr seht, es ist wirklich eine lange Zeit, ja, von Beginn des positiven Schwangerschaftstestes bis 9 Monate nach der Geburt.
Also wir sind da wirklich ein ganzes langes Stück Wegbegleiterin. Und dann kommt natürlich die Rückbildungsgymnastik so als Abschluss. Aber wir Hebammen bieten ja auch noch mehr an. Also ob das jetzt Yogakurse sind oder Babymassage, Säuglingspflege, das gibt es alles in der Regel noch on top. Das ist ja einiges, was ihr hier anbietet. Nun lese ich in den Zeitungen immer wieder, oh, Hebammenmangel, Kreissäle müssen schließen. Wo finde ich denn jetzt momentan noch eine Hebamme? Also grundsätzlich würde ich euch empfehlen, wirklich mit positivem Schwangerschaftstest euch auf die Suche zu geben, zumindest schon mal anzufragen. Ihr könnt beim Hebammenverband auf die Seite gehen, da gibt es bei den Landesverbänden letztendlich Hebammenlisten. Ihr könnt über die sozialen Netzwerke gehen, also gerade in Berlin gibt es Facebook-Gruppen, wo ihr euch registrieren könnt. Ihr könnt bei www.meinehebamme gucken, in den Hebammenlisten. Manche Hebammen haben bei Gynäkologen Visitenkarten ausgelegt und die kontaktiert ihr dann und macht einen Termin für ein Erstgespräch aus. Die Beziehung, die du dann eingehst mit den Frauen oder mit den Familien ja schon, ist ja eben, wie du gerade gesagt hast, schon eine relativ lange. Für den Fall, dass ich mich falsch entschieden habe, dass die Chemie nicht so stimmen sollte, was mache ich dann? Kann ich mich umentscheiden? Ja, du darfst dich nochmal umorientieren und umentscheiden. Es soll jetzt natürlich kein Hebammen-Casting werden. Das finde ich ganz wichtig, wenn ihr eben merkt, die Chemie stimmt nicht. Das ist schon wirklich eine wichtige Sache. Dann dürft ihr euch nochmal nach einer anderen Hebamme orientieren. Also ihr habt letztendlich zweimal die Möglichkeit, eine Hebamme zu einem Vorgespräch einzuladen. Euch ist auch das perfekte Stichwort, denn um euch geht es ja auch, und zwar um eure Fragen, die ihr jetzt Kerstin stellen wollt und könnt und sollt natürlich. Und hier werden mir jetzt schon die ersten Fragen reingereicht. Kerstin, bist du bereit? Ja. Nein, also gut. Die erste Frage lautet, Haarausfall in der Stillzeit. Woher kommt das und was kann ich dagegen tun? Also grundsätzlich ist es eben so, dass die Lebensdauer der Haare in der Schwangerschaft letztendlich verlängert wird. Ne? Und nach der Geburt ändert sich eben nochmal die hormonelle Lage und dann fallen die Haare einfach vermehrt aus. Also im Prinzip alles das, was in der Schwangerschaft nicht ausgefallen ist, fällt dann in der Regel 3 Monate nach der Geburt aus. Ihr braucht aber keine Sorgen haben, dass ihr da mit kahlen Stellen da sitzt, irgendwann hört es auch wieder auf. Was man dagegen tun kann, ist tatsächlich darauf zu achten, wie man sich ernährt. Ja, Calcium ist wichtig, Selen ist wichtig, Magnesium, Eisen. Also da wirklich auch drauf achten. Viel Hirse essen oder man kann auch Hirsepräparate aus der Apotheke besorgen. Aber da ist man dann ganz gut versorgt. Ich kann da also was gegen tun. Und es ist nicht für immer. Es ist nur die wachsen auch alle wieder nach. Entschuldigung. Braucht euch keine Sorgen machen. Wird alles wieder gut. Ist natürlich auch schon immer gut. Wie lange sollte man denn stillen? Gibt es da eine grundsätzliche Zeitspanne, die du empfiehlst? Naja, also die nicht ich empfehle, aber es gibt ja letztendlich eine Empfehlung von der WHO. Also mindestens 6 Monate vollstillen. Bis über das 2. Lebensjahr hinaus und so würde ich das auch empfehlen. Also stillen ist ja klar, ihr wisst das alle, ist nicht nur fürs Kind gut, aber es ist eben auch für die Mutter letztendlich gut. Es ist die beste Brustkrebsprophylaxe, also da mache ich schon immer ein bisschen Werbung, wenn es geht, dann auch lange zu stillen. Dann schauen wir mal schon die nächsten Fragen. Jawohl, die nächsten Fragen werden uns hereingereicht. Okay. Warum schnalzt mein Baby? Was ist Schnalzen und sollte ein Baby schnalzen? Nee, also es sollte nicht schnalzen und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass das Vakuum nicht richtig aufgebaut wird. Und also ihr habt das immer, vielleicht kennst du das ja von deiner Tochter, die, wenn du die abnehmen wolltest nach dem Stillen, die wollte nicht, weil sie gar nicht weggekriegt. Und man muss dieses Vakuum tatsächlich lösen und bei diesen Kindern ist es so, dass das Vakuum nicht richtig aufgebaut wird und es kann eben sein, dass die Kinder zu wenig Drüsengewebe im Mund haben. Die können ein zu kurzes Lippenbändchen haben oder ein zu kurzes Zungenbändchen. Das kann auch mit einem sehr starken Milchspendereflex zu tun haben. Also das letztendlich, müsst ihr euch vorstellen, das ist wie so ein Springbrunnen. Ja, es läuft den Kindern alles in den Mund und dann kommen diese Schnalzgeräusche zustande. Und das ist schon was, wo ich auf jeden Fall auch eine Hebamme drauf gucken lassen würde oder eine Stillberaterin, dass sie euch nochmal ganz genau sagen kann, wo da nun der Hase im Pfeffer liegt und dass man das nochmal ändern oder beseitigen kann.
Ein wichtiges Thema ist auch, wenn es eben mal nicht so gut läuft, wie hier jetzt in dem nächsten Fall. Da geht es um eine ständig verstopfte Milchdrüse. Was kann ich dagegen tun? Mhm. Also wie merke ich, dass die verstopft ist? Also es kann eine Verhärtung sein, es kann sich auch manchmal wie so ein kleines, so ein kleiner gelber Pickel auf der Brustwarze zeigen. Und wenn man das eben merkt, dass da ständig was verhärtet ist, würde ich immer feuchtwarme Wickel zuerst machen, weil letztendlich die Wärme die Milchgänge öffnet. Das ist wie in der Physik, ne? Wärme weitet, Kälte zieht zusammen und das eben auch da. Dann die Brust massieren, ausstreichen, das Kind anlegen, möglichst immer so, dass das Kinn dorthin zeigt, wo eben auch diese Verhärtung oder Verstopfung ist, weil das Kinn einfach sehr viel von der Brust massieren kann. Damit kann man das eben auch lösen. Wenn das Kind nicht trinkt, dann auch mal abpumpen. Und worauf man auch so ein bisschen achten sollte oder was man ausprobieren kann, ist, dass man flüssiges Lecithin einnimmt. Also man sollte einfach diese harten Fettsäuren vermeiden oder harten Fette, wie zum Beispiel Margarine oder so Fertigprodukte. Mhm. Ja, und dass sich gar nicht erst so ein letztendlich Fettpfropfen bildet. Stillen in der Öffentlichkeit ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema. Es gibt hier in diesem DM-Markt und in insgesamt 100, bald noch mehr, aber jetzt gerade 100 DM-Märkte etwas Neues. Und das wollen wir uns jetzt einmal anschauen. Kommt mal mit. Und zwar gibt es jetzt ganz neu den Service, seht ihr hier, die Stillecke für Mamis. Kerstin. Ja, was genau passiert in der Stillecke? Naja, also ja, letztendlich möchte ja DM auch ein Zeichen setzen für das Stillen in der Öffentlichkeit. Und das ist eigentlich so ein bisschen die Einladung für euch, dass ihr, wenn ihr euer Kind stillen möchtet oder füttern möchtet, auch einen Rückzugsort habt. Und das ist wirklich eine ganz tolle Sache, die sich DM da ausgedacht hat. Und ich kann euch eigentlich nur einladen, das auch zu nutzen. Und letztendlich, ja, ist es ganz nett, ihr seid hier wie in so einer kleinen Lounge, könnt euch, wenn ihr wollt und ein bisschen Ruhe haben möchtet, auch einfach mit diesem Drehsessel mal zur Seite drehen und dann seid ihr wirklich abgeschirmt und könnt euch auf euer Kind konzentrieren. Was ich ganz gut finde, ist eben auch, dass ihr hier die Stillpads nutzen könnt und auch die Tücher, die da sind. Also es ist wirklich eine gute Sache. Und dazu muss man eben auch sagen, dass ihr in fast jedem DM-Markt ein WC vorfindet, wo ihr auch die Hände waschen könnt, weil das ist auch ein Thema Handhygiene, ne? Dass ihr da nicht, bevor ihr oder nachdem ihr da am Einkaufswagen angefasst habt, dann danach noch an die Brust fasst. Also das könnt ihr nutzen. Und wenn ihr merkt, euer Kind hat sich beim Stillen mal in die Hose gemacht, dann gibt es natürlich auch die Wickelauflagen. Könnt da auch alles nutzen. Ist alles da. Für den Fall, dass ich aber gar nicht stillen möchte, mag oder kann ich diese Ecke selbstverständlich auch nutzen. Ja, natürlich. Also das soll schon wirklich eine Einladung sein für alle, die eben mal das Kind füttern müssen. Wie auch immer, egal ob jetzt mit der Flasche oder Gläschen. Dazu ist es da. Nutzen. Die Kooperation, die DM mit dem Hebammenverband macht, die ist sehr weitreichend. Möchtest du uns dazu noch was berichten? Ja, einfach mal auch Danke sagen. Ne? Also DM setzt sich schon sehr auch für die Hebammen ein. Jetzt auch gerade zum aktuellen Anlass, zum Hebammentag, sind viele Aktionen gelaufen und einfach unterstützt durch DM. Eine weitere schöne Sache, wenn ich nicht oder wenn ich so ein bisschen in der Öffentlichkeit stillen möchte, mich aber jetzt eben nicht so ganz da frei machen möchte, es gibt einen Stillschal und dieser Stillschal wird jeder neuen Mami von DM geschenkt. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Ihr müsst euch einfach nur bei Glückskind registrieren und dann bekommt ihr diesen netten Loopschal kredenzt. Jetzt wollen wir den doch auch mal sehen, ja, wie der denn jetzt aussieht und was ich genau mit dem machen kann. Wie setze ich den ein? Also ganz einfach setzt ihr den ein, ihr hängt den euch um, wie bei der Misswahl. Ja, da habt ihr sowieso eine Schärpe hier und da könnt ihr dann euer kommt das Kind geflogen, könnt ihr einfach das Kind quasi im Tuch versenken. Und mir kann keiner auf den Busen gucken und das Kind kann einfach geschützt und in Ruhe trinken.
Und du siehst auch noch top aus. Ja, und abgesehen davon kann man dieses wunderbare Accessoire auch als Halsstück tragen. Okay, also bevor wir jetzt zur Modeberatung kommen, kommen wir zu etwas viel Wichtigeren, nämlich euren weiteren Fragen. Haben wir dann die nächsten Fragen? Okay. Auch eine super Frage. Wirklich, wirklich spannende Fragen. Wie lange kann man Muttermilch denn einfrieren und wie bekomme ich sie denn dann wieder aufgewärmt? Also in der Regel kann man die tatsächlich 6 Monate einfrieren und auftauen tut er sie. Also ich würde empfehlen, so ein sanftes Auftauen zu machen vom Gefrierfach in den Kühlschrank und dann, wenn es schon so ein bisschen angetaut ist, dann könnt ihr das in den Flaschenwärmer geben. Also nicht in die Mikrowelle? Nee, bitte auf keinen Fall in die Mikrowelle geben. Das zerschießt alle Nährstoffe, das solltet ihr nicht machen. Okay, die nächste Frage kommt hier. So, das müsste ich nochmal in der Hand haben. Kann man zum Stillen auch zusätzlich Tee und oder Wasser geben? Wenn ja, welchen Tee? Also eigentlich braucht ihr das nicht zwingend, weil letztendlich die Kinder durchs Stillen schon mit genug Flüssigkeit versorgt werden. Es kann mal sein, dass das Kind starke Blähungen hat, dann kann man natürlich mal drüber nachdenken, ob es mal einen Fencheltee kriegt oder wenn auch die Temperaturen draußen über 30 Grad gehen. Natürlich kann das Kind dann auch mal Wasser kriegen, das ist ganz klar. Aber geht dann nicht die Milchlänge zurück, wenn ich dann in dem Fall vielleicht weniger still oder ist das? Ja, das kann sicherlich temporär passieren, aber ich würde jetzt da nicht so drauf. Das ist ein bisschen lockerer sehen, als ich die jetzt gerade. Also bei 30 Grad würde ich sagen, ist kein Problem. Okay, die nächste Frage kommt hier. Und in dieser Frage geht es um das Thema Sonnencreme, auch ganz, ganz wichtig. Vorher gibt es allerdings noch eine Frage zum Thema Beikost. Kerstin, muss man denn zur Beikost stillen oder kann ich Beikost einfach auch nur so geben? Du kannst stillen, natürlich. Ja. Also viele Mütter machen das, dass sie nach dem Brei nochmal die Brust anbieten. Und manche Frauen nutzen eben die Beikosteinführung auch dazu, um dann vielleicht schon so in Richtung Abstillen zu gehen. Das entscheidet jede Mutter für sich selber. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Definition. Also Beikost ist dieses komplette Breiregal. Also alles, was Milch ist, ist was anderes, aber Beikost ist Brei in sämtlichen Varianten, oder? Nee, also es ist nicht nur der Brei, sondern letztendlich alles, was du für das Kind kochst, ja, deine Möhrchen etc. Ne? Und was ganz wichtig ist, jetzt wenn ihr zum Beispiel, wenn wir hier gerade mal bei dem Breiregal stehen, dass ihr immer auch einen Teelöffel Rapsöl mit dazu oder überhaupt Öl dazu gebt, weil sonst die fettlöslichen Vitamine nicht aufgenommen werden können. Okay, den einfach dazugeben. Ja, das direkt auch vor dem Servieren? Oder? Nee, das rührst du da ein und man kann auch nochmal ein bisschen Orangensaft mit da reinpacken. Das ist auch nochmal ganz gut fürs Vitamin C, dass auch noch Eisen aufgenommen werden kann. Also auch das ist möglich. So, wir schlängeln uns hier jetzt elegant zum Sonnenschutz. Der Sonnenschutz ist natürlich auch ein ganz wichtiges Thema für die kleinen Babys. Wie schütze ich denn mein Kind vor zu starker Sonneneinstrahlung? Gehe ich hier gleich mit 50 los oder muss ich was anderes machen? Also grundsätzlich braucht ihr euer Kind im ersten Lebensjahr gar nicht einzuschmieren, einfach weil die Haut sehr empfindlich ist und die braucht letztendlich diese ganze Chemie nicht richtig wirklich. Wichtig ist, dass ihr euch im Schatten aufhaltet mit den Kindern, dass ihr langärmelige weiße Sachen den Kindern anzieht, dass man so ein Sonnensegel über den Kinderwagen spannt oder auch ein Schirmchen und natürlich Mütze mit Schirmchen anzieht. Wenn der Sommerurlaub aber schon gebucht ist und ich unbedingt ans Meer fahren will? Ja, am Meer ist dann schon so, dass man tatsächlich Lichtschutzfaktor 50 nehmen sollte, aber vergesst eben auch nicht, dass man tatsächlich auch mal ein bisschen Luft und Licht und Sonne an die Haut lassen sollte. Ja, also wirklich wohl dosiert, dass das Kind nicht sich einen Sonnenbrand holt, aber das ist einfach auch wichtig fürs Vitamin D. Sonst gibt es da auch wieder eine Unterversorgung. Nee, wollen wir natürlich nicht. Eure Fragen, die kommen, und hier kommt jetzt schon die nächste. Und zwar, ganz wichtig ist natürlich auch die Ernährung in der Stillzeit und jetzt ist ja Erdbeerzeit. Mhm. Und Erdbeerzeit und die Stillzeit, passen die beiden zusammen oder eher nicht? Nicht immer unbedingt. Also viele Kinder reagieren tatsächlich auf saure Früchte und Erdbeeren gehören nun mal dazu. Und es kann einfach sein, dass sie Pickel und Pustel kriegen und das muss man einfach wohl dosiert ausprobieren. Dazu gehört auch mal die Ananas und dazu
gehört leider auch mal die Tomate. Also da können die Kinder tatsächlich einen bunten Po auch mal von kriegen. Und woher weiß ich eigentlich, wenn ich jetzt so am Stillen bin, wann mein Baby satt ist? Gibt es da ein ganz klares Zeichen? Naja, also Kinder haben ja letztendlich, oder zeigen an, ja, ob sie noch Hunger haben. Zum Beispiel haben sie ihre Finger oder ihre Fäustchen im Mund oder sie haben eben diese typischen Suchzeichen, dass sie eben das Köpfchen zur Seite drehen. Und wenn das noch da oder wenn sie das noch machen, dann wird das Kind wahrscheinlich gerne noch weiter trinken möchten. Hallo, ich möchte noch mehr. Genau. Mehr Milch ist auch die nächste Frage. Wie kann ich mehr Milch produzieren? Naja, mehr Milch produziert man eigentlich immer in der Regel dann, wenn man gehäuft anlegt. Ne? Also man braucht jetzt nicht denken, ich kann hier einen Liter Stilltee trinken und dann kriege ich wieder was, sondern das ist ja immer dieses letztendlich Wechselspiel aus Angebot und Nachfrage, und das A und O ist einfach häufiges Anlegen, ne? Weil es auch ein Zusammenspiel der Hormone letztendlich ist und dafür braucht man eben auch die Stimulation, nämlich der Brust. Mal angenommen, die Stillzeit ist zu Ende, ist die nächste Frage, die ihr uns gestellt habt, oder besser gesagt, die ihr Kerstin gestellt habt, wie kann ich denn abstellen? Gibt es eine Methode, one for all, oder gibt es unterschiedliche Methoden, was kann ich tun? Also sanftes Abstellen finde ich in der Regel besser, als wenn man das so abrupt macht, möglichst auch bitte ohne irgendwelche Medikamenteneinnahmen. Ihr könnt versuchen, die Milchmenge zu reduzieren, zum Beispiel durch Salbeitee oder auch mal Pfefferminztee, durch Hochbinden der Brust, durch Kühlen der Brust. Es gibt auch homöopathische Mittel, die man einsetzen kann. Und dann natürlich immer dieses reduzierte Stillen abzustellen. Langsam eben aus der Preisgenau. Jetzt stehen wir hier gerade bei den Sonnenhüten. Ja, genau. Waren wir ja gerade beim Sonnenschutz. Vielleicht kannst du uns dazu noch was sagen. Ja, einfach wichtig ist, dass ihr einen Sonnenschutz habt. Und gut ist eben auch, wenn ihr einen Nackenschutz habt und so ein kleines Schirmchen vorne dran, dass das Kind eben auch nicht immer blinzeln muss, wenn ihr nochmal in die Sonne guckt. Genau. Aber sehen die denn so viel, wenn die was so, die helle Sonne sehen sie ja, natürlich? Ja, natürlich, klar. Aber ich meine, das stört dich ja auch, ja, wenn dich die Sonne blendet. Das ist ja noch viel empfindlicher. Noch viel empfindlicher, genau. Wir kommen zum Stillregal und da kommt nämlich auch schon passenderweise die nächste Frage von euch. Und zwar, brauche ich denn eigentlich Stillequipment? Also muss ich hier einmal hoch und runter oder steht es mir frei? Was würdest du empfehlen? Also euch steht natürlich alles frei, ja, aber es macht schon Sinn, dass man sich einen ordentlichen Still-BH zulegt und guckt einfach auch, dass ihr ein bisschen mehr Unterweite, Brustunterweite mit einrechnet, auch ein bisschen mehr Körbchengröße, weil das natürlich schon erstmal auch explodieren kann, sage ich jetzt mal. Und es ist schon eins meiner Lieblingsprodukte, die Still-BHs von Medela. Und die nehme ich mir jetzt auch gleich einfach mal, auch von einem bestimmten Hintergrund, nämlich die könnt ihr nachher gewinnen, also nicht nachher, aber in den nächsten Tagen. Also Still-BHs sind wichtig, was ich auch gut finde, das sind Multimam-Kompressen. Es gibt doch immer mal wieder Theater und die Tränen rollen durch wunde Brustwarzen und man macht heute so eine Feucht-in-Feucht-Behandlung und ich finde die einfach sehr gut. Die Frauen sind auch sehr zufrieden damit und es hilft auch. Ihr dürft die nur nicht den ganzen Tag tragen, also zwischendurch auch immer mal eine Pause machen, dass die Brustwarzen nicht aufweichen. Das ist ganz wichtig. Man kann eine Milchpumpe im Vorfeld anschaffen, muss man aber nicht. Wenn ihr sagt, ihr fühlt euch aber wohler, oder viele meiner Frauen, die sagen auch, du, ich habe einen festen Termin, ich muss mal zum Friseur oder zum Zahnarzt, was kann ich machen? Dann empfehle ich eigentlich immer eine Medela-Pumpe. In dem Fall haben wir jetzt hier im Stillregal die Handmilchpumpe da. Also ich finde, es ist so ein bisschen der Porsche unter den Milchpumpen. Es ist eine Zwei-Phasen-Pumpe, die pumpt wirklich so ab, wie auch ein Kind trinkt. Ich finde, sie ist sehr leicht zu handeln, zu reinigen und die Frauen sind auch sehr zufrieden damit. Kannst du ganz kurz die zwei Phasen nochmal erklären, für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, was es ist? Also letztendlich, ihr habt das sicherlich schon mal euer Kind beobachtet. Zunächst saugt das Kind sehr schnell an, um eben auch den Milchspendereflex auszulösen. Und dann geht es quasi über in einen anderen Saugmodus. Ne? Die Milch fließt dann und das Kind trinkt dann einfach anders. Ja?
Jetzt haben wir schon eine ganze Menge Produkte, aber was würdest du uns denn noch empfehlen? Ja, also Stilleinlagen, das kann man immer mal gebrauchen, wenn man ausläuft quasi und nicht unbedingt mit nassen Flecken auf dem T-Shirt rumrennen will, dann solltet ihr euch Stilleinlagen besorgen. Ich persönlich habe einfach diese Einmal-Stilleinlagen ganz gerne. Natürlich gibt es auch die aus Baumwolle oder Wolle, Seide. Das müsst ihr einfach ausprobieren, ob das was für euch ist. Aber also ich selber habe tatsächlich immer die genommen. Okay. Dann, du hattest eben schon erwähnt, dass diese schönen Sachen in die Verlosung kommen. Mhm. Ihr könnt diese Produkte gewinnen, wenn ihr denn möchtet. Schaltet einfach nächste Woche nochmal rein oder schaut rein beim Instagram-Account von Glückskind und da wird euch dann gesagt, wie ihr an diese tollen Produkte kommt. Und hier ist auch gleich jetzt noch der Hinweis, tolle Produkte. Und zwar, wenn ihr euch hier registriert oder die App runterladet, dann bekommt ihr Coupons und Vorteile in der Glückskind-Welt. Aber dieses Paket ist noch nicht zu Ende geschnürt. Da kommt jetzt nämlich noch was dazu. Das möchten wir euch auch nicht vorenthalten. Und zwar, das hat ihr eingangs erwähnt, die Kerstin, ich weiß gar nicht, wie sie es macht, 7 Kinder, Vollzeit-Hebamme, aber Kerstin findet anscheinend auch noch Zeit, ein Buch zu schreiben. Das hat sie getan. Im Februar letzten Jahres kam dieses Buch auf den Markt, die Wochenbett-Hebamme. Und dieses Buch könnt ihr auch gewinnen. Das sind die wertvollen Tipps, die ihr für die ersten 8 Wochen so in der Zeit nach der Geburt braucht. So, packen wir noch dazu. Genau. Wir haben noch weitere Fragen. Sehr schön. Okay, die nächste Frage für die Kerstin ist, auch eine tolle Frage. Also ich habe es jeden Tag gemacht, aber ist es denn gut oder nicht? Babys jeden Tag baden. Also empfohlen wird 2-mal in der Woche baden. Ja, so. Es gibt aber auch viele Kulturen, die tatsächlich jeden Tag baden. Und letztendlich ist auch das wieder eure Entscheidung. Wenn ihr das Gefühl habt, dass es eurem Baby gut tut, ja, weil es sich entspannt, weil es danach einfach gut schläft, dann macht das doch jeden Tag. Ne? Man muss das ja nicht ewig lang durchziehen. Das sind ja immer nur Phasen. Guckt, dass ihr was Rückfettendes mit ins Badewasser packt und alles ist gut. Also bei uns war es tatsächlich so, dass es als Abendritual empfunden worden ist. Also das ist für meine Mädels einfach so ein entspannender Moment, also ich glaube für uns alle ein entspannender Moment am Ende des Tages war. Und dann aber, wenn eben rückfleckende Sachen genutzt werden, dann ist es besser. Badewanne oder Badeeimer? Also auch das ist Geschmackssache. Ja? Die Kinder lieben natürlich den Badeeimer. Das ist wie so ein Wellnessbad für diese kleinen Flöhe. Ja, macht einfach, wie ihr wollt. Ja, beides ist schön. Ihr werdet schon eine Vorliebe für irgendwas haben. Die nächste Frage wird uns hereingereicht von euch. Und zwar, gibt es denn ein Mittel gegen schmerzende bzw. entzündete Brustwarzen? Mhm. Kerstin, was willst du? Also grundsätzlich muss man erstmal gucken, wo kommen denn die schmerzenden Brustwarzen überhaupt her? Und oft ist es ja so, dass eine falsche Anlegetechnik gemacht wurde. Es können Infektionen sein und so weiter und so fort. Also da auch bitte nochmal eine Fachfrau dann zu sich holen, was man natürlich gut machen kann. Das habe ich schon gerade gesagt, einmal die Multimam-Kompressen. Die kann man so temporär mal für eine Stunde auflegen, dann wieder wegnehmen und im Laufe des Tages nochmal benutzen. Viel Luft dran lassen, auch man kann auch mal Muttermilch auftragen. Manche Frauen schwören auf Schwarztee. Manch andere mag wieder Teebeutel. Ja, du kannst Teebeutel nehmen oder auch einen Schwarzteesud. Oder manche Frauen mögen Lanolin gerne. Also es gibt, sage ich jetzt mal, nicht unbedingt ein Patentrezept, man muss es ausprobieren. Und ab wann muss ich zur Hebamme oder zum Arzt? Ab wann wird es kritisch? Naja, also grundsätzlich ist das echt ein Hebammenthema. Also wenn ihr eine Hebamme habt, dann bitte kontaktiert die auch dazu, dass sie euch weiterhelfen kann und euch Tipps geben kann. Hier kommt die nächste Frage. Ich komme hier gar nicht mit dem Kartenschieben hin und her. Wir können natürlich hier Stunden sprechen, deswegen, also ich finde es super, dass so viele Fragen reinkommen. Die nächste Frage für Kerstin ist, sollte man schon vor der Geburt Stilltee trinken? Nein. Okay, also das könnt ihr euch wirklich sparen. Also ihr müsst wirklich wissen, Stillen und Stillerfolg ist ein letztendlich, ihr müsst häufig anlegen, gleich von Anfang an und ihr müsst lange genug anlegen. Und dann werdet ihr auch genug Milch produzieren. Und so ein Tee, ja, das ist, da könnt ihr kannenweise von trinken. Das wird nicht unbedingt was dazu beitragen. Die nächste Frage.
Ah, okay. Die Zähne kommen ja dann auch irgendwann. Mhm. Was ist denn eine gute, beziehungsweise was wäre denn die beste Zahnungshilfe? Ach Gott, also auch das ist wirklich eine Sache, das müsst ihr ausprobieren. Ja, letztendlich, manchen Kindern tut es gut, wenn sie auf was Kaltes beißen oder überhaupt auf was beißen. Es gibt auch so Ringe, wo so kleine Noppen drauf sind, was einfach das Zahnfleisch massiert. Manche Mütter geben ihren Kindern eine kalte Mohrrübe oder so einen Beißring, um was da aufzutragen auf die Zahnleisten. Das finde ich immer nicht ganz so hilfreich, weil die Kinder sich das weglutschen. Ihr habt sicherlich auch die Möglichkeit, in die Apotheke zu gehen und euch Globulis zu besorgen, also homöopathische Mittel. Das kann auch mal helfen. Was mit diesen Bernsteinketten? Also man muss schon, glaube ich, ein bisschen dran glauben. Ich persönlich bin jetzt nicht so der Bernsteinketten-Fan. Es sei denn, also man muss wirklich darauf achten, dass das magnetische Verschlüsse sind, dass man die nicht zuschraubt, weil die Kinder sich dann letztendlich wirklich auch daran mal erwürgen können. Also auf solche Sicherheitssachen auch mit achten. Hier kommt die nächste Frage. Ah, auch gut. Welche, alle gut, alle super, super Fragen wirklich. Ne? Welche Zahnpflege wird empfohlen und ab wann? Ab dem ersten Zahn? Ja, tatsächlich ab dem ersten Erst Zahn. Erst ab dem ersten Zahn. Das macht wirklich Sinn. Sobald das erste Zähnchen da durchblitzt, nehmt ihr euch entweder ein Wattestäbchen oder ihr besorgt so eine Erstlingszahnbürste. Fingerling kann man nehmen. Oder es gibt tatsächlich diese Häschen, wo man drüber schrubseln kann. Und das nutzt man dann. Wenn ihr Zahnpasta nehmt, dann achtet wirklich darauf, dass das nur ein kleiner Klecks ist, weil in der Zahnpasta oft Fluorid mit drin ist. Und wenn eure Kinder also noch Fluortabletten bekommen und ihr große Mengen an Zahnpasta gebt, dann ist das einfach, ja, oder geht schon so in Richtung Überfluoridierung und das muss nicht sein. Also da wirklich drauf achten. Aber Zahnpflege auf jeden Fall wichtig. Und was ihr vermeiden solltet, das sind Saftschorlen. Also gerade so Apfelsaftschorlen, das sind echt Zahnkiller Nummer eins, die weglassen. Was passiert bei der Überfluoridierung? Wann merke ich, dass mein Kind überfluoridiert ist? Das siehst du dann leider tatsächlich an den Zähnen. Wenn das Milchgebiss dann da ist, haben die Kinder gelbe Flecken auf den Zähnen und die gehen leider nicht mehr weg und auch dann leider nicht, wenn die bleibenden Zähne durchstoßen. Und das ist ein Zeichen dafür, dass das Kind tatsächlich zu viel Fluor gekriegt hat. Und was kann ich dagegen machen? Da kannst du irgendwann mal für viel Geld beim Zahnarzt investieren und kannst diese Verfärbungen rausbohren lassen. Rausbohren lassen? Klingt auch nicht nach wahnsinnig viel Spaß. Nein, also deswegen darauf achten. Machen wir. Hier kommt die nächste Frage. Würden Sie, liebe Kerstin, Himbeerblätter oder Himbeerblüten? Himbeerblättertee empfehlen. Also ihr könnt das ausprobieren. Letztendlich soll es eine positive Auswirkung auf die Muskulaturen aufs Bindegewebe haben. Das heißt, also, es macht alles ein bisschen weicher. Das ist natürlich erwünscht, um eben eine leichtere Geburt zu haben. Ihr solltet es, wenn mehrere Wochen vor der Geburt, schon anfangen zu trinken, auch nicht mehr als 1 bis 2 Tassen pro Tag. Man muss es ausprobieren. Manche Frauen sind begeistert davon, manche andere merken wieder nichts. Testet es einfach. Die nächste Frage ist auch super. Und wahrscheinlich eine Frage, die viele von euch da draußen beschäftigt. Und zwar, wie viel Schlaf, nicht nur brauchen die Mamis, sondern wie viel Schlaf braucht denn ein Baby mit 5 Monaten? Mhm. Also jetzt reden wir vom Nachtschlaf, vom Tagesschlaf, Stunden grundsätzlich. Also ich glaube, das zielt eher so auf die Nacht ab. Ja, man muss es ausprobieren. Guckt mal, ob ihr vielleicht euer Kind so zwischen 7 und 8 ins Bett kriegt und dann, dass es bis 6 Uhr schläft. Wird es natürlich nicht, haha. Ja. Super, ganz einfach. Ihr legt es einfach hin und dann um 6 Uhr morgens geht es dann weiter. Richtig. Also, es wird nicht funktionieren. Es wird nachts noch oft wach werden. Es ist ganz klar, es will gestillt werden. Also, dafür gibt es leider kein Patentrezept. Das tut mir leid. Kerstin, vielen Dank. Ja, sehr gerne. Vielen Dank an euch, dass ihr viele Fragen geschickt habt. Vielen Dank an dich, dass du sie beantwortet hast. Danke, dass du uns die Sachen hier zusammengestellt hast. Ich rutsche mal noch ein bisschen zur Seite, damit ihr sehen könnt, was ihr alles gewinnen könnt. Schaut einfach nochmal auf dem Instagram-Kanal von Glückskind vorbei.
Für den Fall, dass ihr jetzt ein bisschen später zugeschaltet habt und nicht von ganz von Anfang an dabei wart, es wird einen Zusammenschnitt aus der heutigen Sendung geben. Der wird in Bälde, in Kürze, auf dem YouTube-Kanal von DM erscheinen. Wir wissen noch nicht ganz genau wann, aber es wird auf alle Fälle bald sein. Bald, schon morgen, am 5.5. ist ja der internationale Hebammentag. Da gibt es jede Menge Aktionen. Wo kann ich mich denn informieren, wenn ich da mal so ein bisschen reinschnuppern möchte? Also ihr könnt sicherlich auf der Seite vom Hebammenverband gucken. Es gibt diverse Stadtmagazine, wo auch Aktivitäten angekündigt werden. Und natürlich auch die sozialen Medien. Auf Insta passiert morgen, glaube ich, eine ganze Menge. Guckt einfach mal. Großartig. Dann vielen Dank nochmal an euch. Danke fürs Zuschauen. Wir würden uns freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Und wir sagen Tschüss aus Karlsruhe. Macht's gut. Bye.